Hallöchen, guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Ich sehe gerade auf Facebook, dass hier gerade das Video nicht zu sehen ist. Das heißt, ich starte das mal ganz kurz neu. Kurzen Augenblick. Nochmal versuchen. Wir wollen ja, dass alle hier live dabei sind. Dauert einen ganz kurzen Augenblick. Dann geht's los. Jetzt scheint es zu funktionieren. Hervorragend. Klasse. Freut mich sehr. Es ist Freitag, heute Feiertag in den USA. Das muss man ein bisschen wissen. Da fehlt etwas an Handelsvolumen. Das Ganze hier, wie schon gesagt, in dem Rahmen zu den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag in den USA. Der wird ja hier jedes Jahr am 4. Juli auch gefeiert. Das hier sei mal so ein bisschen vorausgeschickt. Ansonsten, wie schon gesagt, wie immer hier an dieser Stelle die Einladung. Wer mag, gerne den ein oder anderen Wunschmarkt in die Chats posten. GoToWebinar und Facebook, Sie wissen ja, wie es funktioniert. Apropos, ein kleiner Hinweis für alle diejenigen, die hier jeden Morgen fleißig zuschauen über den GoToWebinar-Stream. Wir wechseln am Montag zu Zoom. Da gibt es noch eine Einladung und separate E-Mail, die verschicken wir, glaube ich, über das GoToWebinar-Tool mit der Bitte, sich neu anzumelden für die Zoom-Übertragung. Das heißt, ab Montag starten wir das Ganze in Zoom. Das ist der Plan und deswegen wird da umgeswitcht. Jetzt ist es halt soweit, technisch funktioniert das Ganze relativ gut. Was machen wir heute? Wir blicken heute auf die Nachrichten wir blicken heute auf die Charts vom Euro, britischen Pfund, britisches Pfund, Neuseeland-Dollar und US-Dollar, japanischer Yen. Da sind interessante Verortungen in diesen Bereichen, deswegen haben wir die hier heute auf der Uhr und dann natürlich wie immer am Freitag der Blick in die großen Indizes, was hier los ist. Wie schon gesagt, wir haben Feiertag in den USA, da könnte es etwas ruhiger zugehen und nächste Woche dann wieder volle Attacke, wenn die Händler zurück sind. So sieht's aus. Das machen wir heute und im zweiten Teil, da reden wir über das Thema Strategiespezial Seitwärtsphasen am Forex-Markt. Ich hatte ja letzte Woche im Webinar darüber gesprochen, was wir hier an dieser Stelle tun können sozusagen, um das Ganze an den Seitwärtsphasen oder die Seitwärtsphasen an den Märkten mitzunehmen. Und das Ganze hier an dieser Stelle muss einfach mal genauer noch strategisch betrachtet werden. Da sieht es halt so aus, dass wir gewisse Anpassungen in den Trading-Maßnahmen durchführen sollten. Da will ich heute einfach mal reingehen, wie man das Ganze angeht, weil nichtsdestotrotz, auch wenn wir Seitwärtsphasen haben, ist es ja immer noch so, dass wir in der Situation sind, dass wir Handelssignale bekommen. Ja? Und nur weil eine Seitwärtsphase ist, wissen wir ja nie, wann das Ganze aufgelöst wird. Wir sprechen später darüber. Ich sehe gerade, die Monitorauflösung heute ist ein bisschen strange. Es scheint der Bildschirm unten ein bisschen abgeschnitten. Ich hoffe doch, man kann alles sehen. Ich muss das immer bei mir ein bisschen umstellen. Meine Trading Station hier, die ist für mich etwas komfortabler aufgebaut. Das heißt, ein bisschen weg von den Standard-Monitorauflösungen. Ich habe ein bisschen anderes Verhältnis. Das habe ich hier heute nicht richtig umgestellt. Aber ich hoffe, man kann trotzdem alles gut sehen. Wir machen weiter mit dem Risikohinweis. Ich bitte hier das Ganze in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Wie immer, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das hier damit dazu. Und ich sehe auch schon, die ersten Punkte fliegen hier in den Chats mit rein. Liebe guten Morgen, Grüße. Da freue ich mich sehr, sehr drüber. Die gebe ich gerne auch zurück und wir kriegen auch schon Wunschmärkte rein. Ich werde gefragt, wie ich den Dow sehe. Das machen wir nachher in der großen Markteinschätzung. Britisches Pfund, Neuseeland-Dollar wird nachgefragt. Ja, was für ein Zufall. Das haben wir heute sogar in den täglichen Trading-Ideen. Ich veröffentliche die ja immer auch vor den Webinaren oder vor unserer Live-Sendung hier im Blog von Tickmill. Also wer das noch nicht kennt, einfach mal in den Blog von Tickmill reinschauen. Ich zeige mal kurz, wie man hingelangt. Das ist relativ einfach. Einfach mal auf die Website von Tickmill gehen. Hier, ich ziehe es mal kurz hinten ins Bild sozusagen rein. Und dann haben wir hier schon erst einmal die große Übersicht über das, was man bei Tickmill überhaupt alles traden kann. Weil ich weiß ja, viele, die hier zuschauen, sind noch gar nicht Trader bei Tickmill. Denkt einfach mal drüber nach, vergleicht hier mal die Konditionen. Es ist wirklich hervorragend, was hier geboten wird. Und das kann man wirklich tun hier bei den Handelsinstrumenten, beziehungsweise da sieht man dann auch die Spreads, man sieht die Kosten und das ist wirklich sehr, sehr gut im Marktvergleich. Da gibt es wirklich nichts weiter zu sagen. Und hier haben wir oben den Block, ne?
Da klicken wir gleich mal drauf zum Thema Seminare bzw. Webinare. Haben wir hier das Thema Webinare, einfach draufklicken und da sieht man halt die Anmeldung, was alles so kommt. Hier sieht man halt die täglich neuen Handelsideen mit mir hier heute auch. Und wie schon gesagt, ab Montag geht das Ganze über Zoom. Und ja, machen wir weiter kurz noch zum Blog. Einfach einmal auf Blog oben draufklicken und dann sieht man schon alle Blog-Einträge und da kann man auch auf ältere Einträge klicken und sieht dann entsprechend alles, was wir hier geschrieben haben. Deswegen das Ganze hier, ja, mal kurz noch in der Info, weil ich direkt auch nach einem Währungspaar gefragt habe, was wir heute die mit auf der Uhr haben. Risikohinweis ist durch. Wir machen weiter mit den Tagesnachrichten. Gestern, das war ja der, ja, ein schöner Tag für die Longhändler. Auch in den Indizes, die US-Daten waren relativ gut. Die gucken wir uns gleich in der Zusammenfassung an. Ansonsten, wie schon gesagt, heute ist Feiertag in den USA. Wir haben aus Japan gute Nachrichten vom Einkaufsmanager-Index bekommen für die Dienstleistung. Der ist gestiegen von 26,5 auf 45, also hier auch positiv das Ganze zu sehen, wenn die Einkaufsmanager wieder so ein bisschen positiver sich sozusagen äußern. Das ist gut. Da sehen wir, dass die Rücknahme der Lockdown-Maßnahmen, dass die, sag ich mal, das Thema Covid-19, dass man das so langsam, sag ich mal, in den Griff bekommt, das wirkt sich hier aus, ja. Und das ist das, was wir sehen. Und das spielt der Markt positiv. Und dann natürlich auch die Meldungen, dass man in der Medikation gut vorankommt. Das wird auch positiv aufgenommen. Und was der Markt momentan komplett außen vor lässt, ist diese gigantische Ausdehnung der Neuinfektionszahlen aus den oder in den USA. Das wird momentan überhaupt nicht gespielt. Da hat man wirklich komplett die Hoffnung, dass es doch bald Medikamente gegen das Virus gibt oder den Virus. Und damit wäre das Ganze dann halb so wild. Das ist das, was der Markt hier spielt. Wir werden sehen, was kommt. Die Fed hat ja diese Woche auch schon gesagt, dass man die Befürchtungen hat, dass es zu einer zweiten Finanzmarktkrise kommen kann, einfach weil wir extreme Liquiditätsengpässe haben. Muss man schauen, was da kommt. Aber auch da hat ja der Markt die Hoffnung, dass das Ganze reguliert wird durch die Geldschwemme der Zentralbank. Und wir haben es ja gesehen in den letzten Jahren, immer dann, wenn neues Geld gekommen ist, hat das auch die Aktienmärkte positiv beflügelt. Die Währungen haben sich dann entsprechend anders entwickelt. Aber auch dazu kommen wir später. Das machen wir dann, wie schon gesagt, im zweiten Teil. Was haben wir noch bekommen? Wir haben aus China Daten bekommen. Ebenfalls Einkaufsmanager-Index hier, Anstieg von 55 auf 58,4. Wir kriegen den Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistungen hier bei uns in Deutschland um 9.55 Uhr. Auch da rechnen die Analysten hier in der Prognose mit einem Anstieg von 32,6 auf 45,8. Mal schauen, was hier geliefert wird. 10 Uhr gibt es das Ganze aus der Eurozone, das heißt den Gesamtindex und den Index für die Dienstleistungen. Auch hier geht man von steigenden Werten aus. Und die Briten liefern nach. Das Ganze dann um 10.30 Uhr ist wichtig für die Wirtschaft. Einkaufsmanager-Index-Daten hier, den Gesamtindex und für die Dienstleistungen bekommen wir heute. Auch da gehen die Analysten von einer Steigerung aus. Wir bekommen die Zahlen, wie schon gesagt, dann heute im Laufe des Vormittags. Das muss man immer so ein bisschen auch bei den Währungen mit auf der Uhr haben. Wir bleiben noch bei den Nachrichten und gucken uns gleich mal noch die Termine der aktuellen Woche an, was wir da alles so gehabt haben. Und wir sehen es hier an dieser Stelle, die schwebenden Hausverkäufe in den USA. Positiv, wirklich schön zu sehen. Anstieg auf 44,3 plus von vorher einem Rückgang minus 21,8. Also das sind wirklich herausragende Zahlen. Wir haben aus China am Dienstag Daten vom Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe bekommen. Auch hier eine grüne Zahl. Es steigt langsam wieder an. Also hier auch alles positiv zu sehen. Keine Überraschung aus Großbritannien. Da gab es das BIP. Na gut, fürs erste Quartal, das war rückläufig. Das war zu erwarten. Es lag alles ein bisschen unter den Erwartungen der Analysten. Deswegen sind die Zahlen hier rot. Aber es geht hier halt rückwärts. Und das Thema Brexit ist auch noch nicht ausgestanden. Da gibt es ja in Großbritannien, wir wissen es ja, 31.12. ist da die Deadline. Wenn es da keinen Vertrag gibt, dann gibt es halt einen Brexit ohne Abkommen. Das heißt, das ist dann der harte Brexit. Und die Führung Personen aus Großbritannien stimmen die Wirtschaft schon darauf ein, dass es wahrscheinlich einen harten Brexit geben wird, ohne Handelsabkommen, mit der Begründung sozusagen, es soll den Firmen Planungssicherheit geben. Ja, und Johnson nutzt natürlich die ganze Geschichte auch ein bisschen aus mit dem Covid-19. Man kann halt auch einfach sagen, okay, die Wirtschaft läuft so schlecht wegen Covid-19 und nicht möglicherweise wegen der Brexit-Verhandlungen.
Es ist auch dort etwas an politischem Gemisch mit drinne. Sprengkraft ist auf alle Fälle da. Nur das ist das, was wir irgendwann in der zweiten Jahreshälfte gegen Ende des Jahres, denke ich mal im Herbst, auch noch zum Tragen bekommen werden. Mal schauen, was wird. 11 Uhr haben wir ja dann am Dienstag auch noch die Verbraucherpreise gesehen hier bei uns in der Eurozone. Und wohl Wunder, es ist jetzt keine gigantische Überraschung. Es ist nicht wirklich viel, ne? Das Conference Board Verbrauchervertrauen aus den USA war da schon viel, viel wichtiger und viel interessanter. Wir sehen hier die Zahl 85,9 im letzten Monat, jetzt im Juni bei 98,1. Holla die Waldfee. Hat zum einen genau die Prognosen der Analysten getroffen, zum anderen ist es aber Verbrauchervertrauen. Und das ist in den USA ja so wichtig für die Entwicklung auch vom Bruttoinlandsprodukt. Und das ist wirklich sehr, sehr stark. Die Amis haben Vertrauen, dass es weitergeht. Die blicken also positiv in die Zukunft. Die ticken da teilweise ein bisschen anders als wir Deutschen. Sind gute Zahlen. Und das ist das, was wir an den Märkten auch wieder gespiegelt bekommen. Dann hatten wir am Mittwoch eine riesen Latte an Nachrichten. Wir haben bekommen Einkaufsmanager-Indizes en masse. China hat geliefert, positive Entwicklung. Deutschland hat geliefert fürs verarbeitende Gewerbe. Super gut gelaufen. Veränderung der Arbeitslosigkeit hier auch in diesem Sinne. Sehen wir es hier, eine grüne Zahl. Das heißt, an dieser Stelle sind die Daten bei 69.000. Hier Prognose war 120.000. Die Veränderung der Arbeitslosigkeit. Aber nichtsdestotrotz, die Arbeitslosigkeit steigt halt an in Deutschland durch die ganze Covid-Geschichte und durch die Meldung, die wir auch haben. Na, wir müssen nur in den Bankensektor schauen, was hier beispielsweise bei der Commerzbank verkündet wurde. Wir müssen nur mal in die Automobilindustrie schauen, wie eng es da zugeht. Wir müssen nur mal schauen, was beispielsweise bei Airbus los ist. Da stehen, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, 5.000 Arbeitsplätze in Deutschland auf der Uhr. Das sind alles so Sachen, wo man wirklich sagen muss, was Wahnsinn, das hat schon Auswirkungen. Aber gut, das ist, wie es ist, das können wir nicht ändern. Gute Nachrichten gab es allerdings dann aus den USA. Zum Thema Arbeitsmarkt dann etwas später. Wie schon gesagt, das haben wir hier. Die Beschäftigungsänderungen hier, die Zahl lag etwas unter den Erwartungen. Hier wurden 3.000 neue Stellen geschaffen. Entschuldigt, 3 Millionen neue Stellen erwartet. 2,3 Millionen sind es am Ende gewesen. Aber was an diesem Tag halt, das war der erste Vorläufer, die Non-Farm Payrolls haben es dann entsprechend rausgezogen. ISM Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA ist auch angestiegen. Also wir sehen immer wieder auch in den USA neue Zahlen, die positiv für die Wirtschaft wirken. Das ist ganz gut. Rohöllagerbestände sind auch deutlich in den Keller gegangen. Wir haben das Öl ja diese Woche auch schon auf der Uhr gehabt. Das gibt dem Ölpreis Auftrieb. Das merkt man. Das kann man schön zum Traden nutzen. Deswegen besprechen wir das Ganze ja hier auch alles. Und dann, wie schon gesagt, aus den USA haben wir ja gestern die Daten bekommen, die Non-Farm Payrolls. Und die waren wirklich sehr, sehr schön. 3 Millionen Beschäftigte außerhalb der Landwirtschaft sind erwartet worden. Tatsächlich waren es dann 4,8. Also das ist schön zu sehen, bei der Arbeitslosenquote auch eine positivere Zahl. 12,3% sind erwartet worden, 11,1% waren es tatsächlich. Also wir sehen hier, der Arbeitsmarkt in den USA ist, sag ich mal, auf dem richtigen Weg und das spielt hier entsprechend der Markt. Und bei den Terminen für die kommende Woche, da ist die Liste relativ kurz an dieser Stelle. Wir sehen es hier, wir haben ein paar Termine da. Wir kriegen am Montag aus Großbritannien den Einkaufsmanager-Index fürs Baugewerbe, am Nachmittag in den USA den ISM-Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistungen. Am Dienstag geht es dann mit den öffentlichen Stellenangeboten in den USA weiter. Mittwoch, da gibt es die Rohöllagerbestände und aus Großbritannien die MPC-Anhörung vor dem Finanzausschuss, das ist wichtig. Und am Freitag gibt es dann den Erzeugerpreisindex aus den USA. Das war es schon mit den Nachrichten in der wichtigsten Region. Ein paar kleinere gibt es rundherum, da halte ich natürlich jeden Morgen entsprechend wieder auf dem Laufenden. Das wäre es zu den Nachrichten und ich würde sagen, damit gehen wir dann rüber in die Charts, die wir hier drinnen haben. Und da blicke ich gleich mal hier zusammen in das Währungspaar. Gut, Australdollar, Kanadadollar brauchen wir jetzt nicht. Wir starten durch hier mit dem Währungspaar. Britisches Pfund, Neuseeland-Dollar hier an erster Stelle sozusagen mal auf den Schirm geholt. Bitte nicht wundern, was ich hier wieder für einen Chart auf der Uhr habe. Es ist der Chart des Tages an dieser Stelle und der Tageschart, der zeigt uns eine schöne Verortung. Deswegen ist das hier so klein und eng. Ich gehe gleich näher ran. Aber es ist halt wichtig zu wissen, was hier an dieser Stelle im Rahmen oder im Raume steht, nämlich ein dicker Supportbereich hier um die Marke von 1,91,2 an dieser Stelle und mit ordentlich Luft zur
Unterseiten. Ne? Der nächste größere Umschwungbereich, den sehen wir hier unten in diesem Bereich um die 1,89, 2,50. Zwischendrin noch den kleinen Anlaufpunkt hier hinten an dieser Stelle um die Marke. Oder ja, doch, das ist die 1,90, die runde Marke hier hinten. Das ist das, was wir sehen. Aber hochinteressant ist die aktuelle Verortung, nämlich genau hier in diesem Unterstützungsband um die Marke von 1,91,2. Da halten wir uns ja mittlerweile schon einige Zeit drinnen auf und da gehen wir jetzt mal in die kleineren Zeiteinheiten rein. Ich klicke hier mal kurz in den Stundenchart, raff das mal ein klein wenig zusammen, damit man meint oder damit man sieht, was ich hier an dieser Stelle meine. Hier sehen wir, was los ist. Unten, schaut euch das Ganze mal an, hier. Das ist der Supportbereich und wir sehen es, wir sind hier unten rangelaufen, hochgeschnappt, wir laufen hier ran, gehen hoch, sind jetzt rangelaufen, haben also weiterhin die Chance nach oben zu laufen. Und wenn der Markt tatsächlich hier den Hochlauf spielen sollte, tatsächlich abprallt und sich hier ein kleiner Aufwärtstrend bildet, also ähnliches, wie wir hier drüben an dieser Stelle gesehen haben, in diesem Bereich, ja, haben wir durchaus Chancen, die Oberseite anzulaufen. Das heißt, sobald sich hier Dynamik nach oben entwickelt, im Kleinen sind wir ja hier schon mal über einen relativ guten Bereich drüber gelaufen, aber das ist natürlich noch nicht das, was wir sehen wollen. Wir brauchen hier einen schönen Aufwärtstrend, der kein tieferes Tief macht, sondern am besten ein höheres Tief und dann nach oben drüber strebt, also dass wir im Endeffekt etwas haben wie das hier, dass wir hier schön nach oben laufen können, dann entsprechend jetzt die korrektive Phase sehen und am besten innerhalb dieses Bereiches hier schön nach oben trenden. Das wäre gut, das wäre eine schöne Umkehr, ein Abprall von diesem Muster und dann können wir mal nach dieser langen Zeit der Kursabgaben ein bisschen korrektive Phase sehen. Was wir hier nach oben hin dann auf der Uhr haben, die ersten Anlaufpunkte hier, das Zwischenhoch bei 1,92,88 und dann hier oben dieser ehemalige Verkaufsbereich, da muss ich nochmal kurz in den Tageschart rein, schaut mal, das ist hier dieser große Verkaufsbereich, dieser dicke Widerstand, den wir jetzt haben, um die Marke von 1,93,6 und wenn wir da tatsächlich mal etwas tiefere Erholung sehen sollten, ja, kann ja alles kommen, dann hat uns der vorhergehende Abwärtstrend auch noch ein paar gute Marke gegeben. Das heißt, bei einer sehr, sehr tiefen Gegenbewegung, die wir hier sehen, haben wir hier noch die Swing-Hochs drinnen liegen und die sehen wir sehr, sehr schön, wenn ich es mal näher zoome, hier einmal um die Marke von 1,94,7 und dann hier oben der Drehbereich um die Marke von 1,96. Das Ganze hier mit Blick in das Währungspaar britischer Pfund, Neuseeland oder zur Oberseite hin. Das ist die Oberseite. Kommen wir allerdings von unten, nicht vom Fleck. Das heißt, wenn sich dieses Muster, was wir hier unten sehen, nicht entwickelt, sondern wir wirklich schwach bleiben und unten drunter durchfallen, dann sieht die Seite halt komplett nach unten abgerichtet aus. Und wie schon gesagt, da müssen wir uns tatsächlich nach unten orientieren. Sehr, sehr stark unten rein. Und wie schon gesagt, hier unten haben wir den kleinen Zacker bei 1,90 als nächsten Anlaufpunkt. Und dann hier das größere Auffanglevel. Und wenn wir uns das Ganze mal in der Woche anschauen, dann sehen wir halt, dass wir hier diesen Trend nach oben komplett rausgenommen haben mit diesem Abverkauf. Der Gegentrend ist auch entsprechend da. Und wir sehen halt diese sehr, sehr weite Bewegung. Die schreit halt so ein bisschen danach, dass es durchaus mal eine Gegenbewegung kommen kann. Aber wir sehen, es ist noch ordentlich Potenzial nach unten da. Und hier um die Marke von 1,89,25 ist noch längst nicht Luft, ist noch längst nicht Platz. Das Kauflevel, das nächste, wo wir sehen, der Markt hatte hier mal ordentlich reagiert, das sehen wir hier unten um die Marke von 1,82,6 in etwa. Beziehungsweise 1,80. Also hier ist schon ein größerer Schwungbereich, den wir da in dieser Region da haben. Ja, und das muss man sich einfach mal entsprechend auf der Zunge zergehen lassen. Da ist viel Potenzial nach unten noch da. Und wie schon gesagt, kleines Luftholen wäre mal nicht verkehrt. Aber ansonsten der Weg nach unten, wie schon gesagt, der ist hier geebnet und wirklich viel als Gegenstand, also dem gegenüber gegenzusetzen, hat der Markt tatsächlich nicht. Gut, damit wäre britisches Pfund, Neuseeland-Dollar besprochen. Hier an dieser Stelle natürlich ja die Frage, auch britisches Pfund, Neuseeland-Dollar auch gleich beantwortet. Und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Währungspaar. Und zwar schauen wir auf US-Dollar, japanischer Yen. Hier bitte so ein kleines bisschen im Hinterkopf behalten. Die USA hat heute Feiertag. Das merkt man auch am Handelsvolumen. Aber was wir hier sehen im japanischen Yen, also im US-Dollar japanischen Yen in dem Währungspaar, ist die klassische Situation Seitwärtsphase. Ich kann es bald nicht mehr hören, aber es ist halt so, wir leben darinnen, damit muss man als Währungshändler auch umgehen können. Ich sehe es auch im eigenen Portfolio. Es ist teilweise einfach zäh, auch wenn es mittlerweile auch wieder bessere Märkte gibt, aber
das muss sich halt erst auflösen. Und solche Umwälzungsphasen, die dauern eine ganze Weile. Und hier sehen wir es ja. Der Markt ist oben begrenzt um, ganz grob, die Marke von 109,65. Und unten drum sehen wir jetzt hier den Schwungbereich hier. Das ist die Marke, der grüne Bereich hier, um die 106,55. Diese Marke haben wir. Und hier, wo wir jetzt stehen, das war halt gestern ein relativ interessanter Bereich. Wir haben das Median oben angetestet, knapp die Marke von 108. Hier das Zwischenhoch haben wir geschrieben bei 108,16. Hier kommt es jetzt wirklich drauf an, wie geht es weiter. Hier untergeordnet trennten wir so ein bisschen nach oben, holen wir hier unten nur Luft und schaffen den Schub nach oben. Ja? Dann könnten wir durchaus das Szenario spielen, dass der Markt tatsächlich erneut einmal wieder von der Unterseite zur Oberseite der Range trenden möchte. Wie schon gesagt, das sehen wir hier unten im entscheidenden Level. Wenn wir hier rumdrehen, gucken wir uns gleich in den kleineren Zeiteinheiten an, haben wir gut die Chance, die Oberseite anzulaufen. Na klar, wir müssen natürlich hier dieses Tageshoch, dieses Vorvortageshoch bei 108,16 wuppen und danach ist der Weg nach oben frei. Prallen wir allerdings vom Median wirklich ab und trenden hier nach unten hin, dann haben wir tiefere Regionen auf dem Weg zur Unterseite. Wir sehen es hier schon drinnen. Das sehen wir gleich, wenn wir in die kleinere Zeiteinheit mal reinschauen hier in die Stunde. Das sind so ein paar Schwungpunkte, die wir im untergeordneten Bereich hatten hier, als der Markt hier wieder schön nach oben gedreht ist, die Marke von 107,05 bzw. hier die 106,80. Das ist die Marke hier vor dem unteren Bereich der Range. Und hier sehen wir momentan die Seitwärtsphase. Hier dieser Drehbereich um die 107,64,65. Das ist der Bereich, der hier drüben auch schon mal interessanterweise angepinkt wurde und dann nach oben verlassen wurde. Hier sind wir jetzt halt das Ganze als Widerstandslevel zu sehen. Und hier wird es jetzt wirklich sehr, sehr spannend. Auch die Verortung hier. Schaut mal, das, was wir hier sehen, ist der Kaufbereich, in dem wir uns gerade befinden. Und dieser Kaufbereich hält so ein bisschen inne. Und wenn hier tatsächlich die Händler zurückkommen, wäre das sehr, sehr schön zu sehen. Ich male das mal noch aus hier an dieser Stelle oder lass das aus, mein Kaufbereich. Und wenn wir hier tatsächlich den Abprall nach oben finden, wäre das wirklich die Sache oben ran. Und wenn wir dann dieses Vorvortageshoch wegwuppen, dann ist der Weg nach oben frei und dann sehen wir, wo die Reise hingeht. Und dann sehen wir halt auch, wenn wir uns diesen Abwärtsschwung hier mal anschauen, wir haben hier noch ein kleines Zwischenhoch um die Marke von 108,55 liegen. Das war hier auch ein Unterstützungsbereich, ist dann natürlich zum Widerstand geworden. Und wenn wir das damit wegnehmen, wenn hier also tatsächlich dann Käufer reinkommen, dann können wir uns schön zur Oberseite hin orientieren und den Weg nach oben mitschwingen. Und das ist ja das, was wir sehen wollen. Das ist genau das, was wir brauchen für die Longseite, dann zum Obenpunkt mit reinnehmen. Also hier am Median erstmal der Abprall und diese Verortung hier momentan ein schöner, entscheidender Bereich. Wird dieser grün markierte Kaufbereich abverkauft, dann die Unterseite ganz klar im Fokus der Trader. Kommt hier Kaufstärke rein, dann die Oberseite. Also auch hier wieder ein sehr, sehr interessanter Drehpunkt mit Blick hier in die Details im US-Dollar, japanischen Yen, im Stundenchart mit dem Potenzial, was wir gesehen haben hier aus dem Tageschart in Richtung 109,65. Nach oben hin eine Menge Luft. Ansonsten, wie schon gesagt, die Unterseite hatten wir hier auch angesprochen. Und damit gehen wir zur dritten Währung für heute aus den Trading-Ideen und zwar Euro-Britisches Pfund. Euro-Britisches Pfund ist ja sehr, sehr schön nach oben gelaufen die letzten Wochen. Ja, und jetzt sehen wir hier die korrektive Phase an dieser Stelle. Ne? Also, Tageschart nochmal ganz kurz aufgemacht, damit wir sehen, wo wir hier langlaufen. Ich zoome es mal kurz näher ran. Schöner, schöner Aufwärtstrend. Schaut, hier unten haben wir in hervorragender Manier einen Boden gebildet nach diesem massiven Abverkauf. Und jetzt trenden wir schön nach oben weg. Und das ist, wie schon gesagt, die Korrektur. Zwischenhoch haben wir geschrieben bei 0,9176. Und hier sind wir jetzt verortet. In diesem Kauflevel hier. Wir sehen es, ein wichtiger Drehpunkt, eine runde Marke von 0,90 britischen Pfund an dieser Stelle. Und hier wird es wirklich interessant. Verkauf oder Kauflevel? Das ist jetzt die große Frage. Finden sich hier weitere Käufer? Wollen hier weitere Käufer tatsächlich zugreifen? Haben wir gute Chancen, direkt wieder die Bewegung in Richtung des Aufwärtstrends auf Tagesbasis vorzunehmen? Sehen wir hier allerdings ausbleibendes Verkaufsinteresse, dann haben wir ganz klassisch die Sache, eine Ausweitung der Korrektur deutlich über 50% in die tieferen Regionen rein. Und auch hier sehen wir in Richtung Trendtief, das haben wir hier ganz grob unten um die Marke, da haben wir schon so einen Schwung Bereich, der immer mal unterlupft worden ist, aber hier haben wir die 0,88,8, da haben wir die Marke und hier, schaut mal, kurz unten drunter ist das Trendbruchlevel um die 0,88,6, also da sind wir sehr, sehr schön unterstützt und jetzt kommt es darauf an, wo der Markt rumdreht und das schauen wir uns wie immer mal in den kleineren Zeiteinheiten an und hier sehen wir es schon,
auch im Stundentrend. Der größere übergeordnete Bereich ist aufwärts. Wir sehen jetzt hier, wie schon gesagt, nur die Korrektur. Das heißt, im Kleinen ist das hier der korrektive Trend, der sich nach unten vorarbeitet und hier unten so ein bisschen abflaut. Ne? Ich mache mal kurz den Lower Time Frame rein. Da sehen wir es hier an dieser Stelle. Ne? Machen wir ein bisschen dicker hier die Kurse, dass es besser zu sehen ist, was hier nach unten geht und dass wir hier unten tatsächlich abflachen. Und jetzt wird es wirklich interessant, sehen wir den Schub nach oben, dann sollte man die Oberseite auf der Uhr haben. Und ein wichtiger Bereich hier oben, das ist das hier, die Marke ungefähr von 0,90,2, 0,90,3 in diesem Dreh rum. Da muss der Markt tatsächlich drüber, sonst wird es nichts mit Anfang der Bewegung, also da sehen wir dort kein Umkehrsignal und dieser Bereich, der ist halt wirklich wichtig hier. Das ist ein Drehkreuz hier oben und dieses Drehkreuz, das müssen wir wirklich vom Markt rausnehmen und wenn wir tatsächlich da drüber laufen, dann haben wir wirklich klasse Karten, das Umkehrsignal zu bekommen, direkt aus diesem alten Kauflevel und dann nach oben abzudrehen. Das wäre ein sehr, sehr schöner Punkt. Kommt es dazu, dann können wir uns zur Oberseite orientieren, hier an den entsprechenden, sag ich mal, Korrektur hochs, grob um die Marken von 0,90,5, 0,90, kurz unter 8 und dann hier oben die 0,91,4,4. Das ist die Marker, die wir sehen, wo wir wissen, wer kommt denn nach uns in den Markt. Ja, die hier schon länger zuschauen, wissen ja ganz genau, worauf ich schaue. Ich gehe wirklich in meinen Empfehlungen bzw. in den Chartanalysen immer wirklich so vor, wenn ich eine Position aufmachen möchte. Ich möchte gerne sehen, wer nach mir mit ins Spiel kommt, damit ich weiß, wann ich was eröffnen kann. Ne? Das ist also auch wie bei einem, sag ich mal, einem Unternehmer, der Dinge produziert oder wiederverkauft, der produziert oder verkauft halt nur Sachen, wo er halt weiß, zumindest wenn es ein erfolgreicher Unternehmer ist, dass irgendwo jemand ist, der ihm das Ganze abnimmt. Ne? Und das ist wieder dieses klassische Beispiel, wer im Sommer eine Heizung verkaufen will, der hat natürlich schlechte Karten. Im Sommer werden eher Kühlgeräte gesucht, also im Sommer doch lieber Klimaanlagen verkaufen. Und die cleveren Händler setzen sich natürlich dann hin und verkaufen Klimaanlagen, weil man weiß, die Nachfrage ist da. Eine Heizung wird wahrscheinlich im Sommer hier bei uns in den Regionen nicht so nachgefragt. Und genau das Gleiche machen wir hier im Trading. Wir wollen natürlich wissen, wer nach uns kommt, um unsere Positionen entsprechend wieder abzunehmen. Und das sehen wir hier, wenn wir die Oberseite beleuchten, auch sehr, sehr schön im britischen Pfund. Das ist die Oberseite. Wir müssen allerdings an diesem Punkt auch die Unterseite mit reinnehmen. Das dürfen wir auf keinen Fall verpassen. Warum dürfen wir das nicht verpassen? Wir haben das Level hier. Und wenn diese Marke von 0,90 rausgenommen wird, dann sehen wir, was hier los ist. Dann laufen wir unter ein wichtiges Trendtief drunter. Das heißt, diesen Aufwärtstrend, den wir hier im Stundenchart sehen, der ist dann erstmal rausgenommen und das spricht dann eindeutig für eine Ausweitung der Korrektur nach unten. Und da haben wir ein paar Level liegen. Zum einen hier an dem Swing Low unten um die Marke von 0,89,380. Dann haben wir hier noch das Korrekturtief bei 0,89,12 und dann hier unten schon diesen Drehbereich, den hatte ich ja vorhin auf der Tagesbasis auch genauer unter die Lupe genommen, um die 0,88,6 bis 0,88,9 als Supports. Das droht uns dann sozusagen, wenn wir direkt unten drunter durchfallen und wir hier dann den Verkaufsdruck im Markt haben und sich diese Korrektur, sage ich mal, der Korrekturtrend hier nach unten weiter fortsetzt in dem britischen Pfund, im euro-britischen Pfund hier. Das ist, wie schon gesagt, der Stundenchart, den wir hier an dieser Stelle auch sehen. Und für diejenigen, die sich das im Kleinen anschauen wollen, nehmen sich natürlich jetzt den Abwärtstrend der Stunde hier zurecht, schauen sich das Ganze in den 5 Minuten an. Wartet mal, ich mache mal kurz hier die Zeitrahmen raus. Und da sehen wir es natürlich ganz, ganz klar. Wenn wir hier unten keinen Support bekommen, dann fallen wir um das Tagestief hier unten drunter. Und wenn wir da dann keine Aufwärtsbewegung sehen, also keine, Kaufinteresse für die steigenden Kurse, dann sehen wir es, geht es dort runter im Kleinen, verkauft nach unten ab. Und das ist für die kurzfristigen Trader wirklich das Indiz, dort mit ranzugehen und hier den Abverkauf nach unten hin zu traden. Die planbaren Anlaufbereiche haben wir dann im Stundenchart. Damit hätten wir auch das dritte Währungspaar besprochen. Jetzt schaue ich nochmal ganz kurz in die Fragefelder rein. Neue Fragen sind hier nicht gekommen. Heißt, wir machen an dieser Stelle weiter. Die Nachrichten haben wir ja komplett durch. Das heißt, wir können jetzt hier mal einen Blick in die Indizes werfen. Bevor wir aber in die Indizes reingehen, möchte ich gerne nochmal auf unsere Handelsidee, die wir besprochen haben, diese Woche im Brent schauen. Wir haben es gesehen, im Brent die Umkehr. Manchmal braucht man halt als Händler auch ein bisschen, sage ich mal, Geduld. Ja?
Die Geduld ist etwas Wichtiges im Trading. Da darf man nicht zu voreilig sein, gerade wenn man so einen, ich sag mal, gemütlichen Markt, wie wir den momentan im Ölpreis sehen, im Ölmarkt haben. Da läuft es wirklich sehr, sehr gemütlich. Und wir haben es ja hier gesehen. Ich zoome es mal näher rein in den Markt, wo wir rangelaufen sind. Schaut mal, wir haben hier oben das erste Mal, als wir drüber gesprochen haben, war hier die Trendfortsetzung mit der Indikation auf eine Korrektur. Und die haben wir dann tatsächlich auch gesehen. Die Korrektur kam, die hat nur 2 Tage gedauert, hat aber von der letzten Bewegung her ein gutes Stück korrigiert. Viel ist da nicht gewesen. Aber nichtsdestotrotz, schaut es euch an, wir haben hier schön das Umkehrsignal bekommen. Auch das haben wir besprochen. Und jetzt, ja, jetzt kommt die Gemütlichkeit so ein bisschen rein. Wir sehen es, die Ölbestände sind zurückgegangen in den Lagerbeständen in den USA. Das gibt dem Ölpreis auch Auftritt und hier sehen wir es. Das war das Signal, dann gab es zur Korrektur und dann hat sich das Ganze schön nach oben fortgesetzt und auch dieses wichtige Widerstandslevel hier rausgenommen. Das sehen wir schön im Stundentrend und das ist das, wo ich immer sage, genau hinschauen, wann was kommt und hier sehen wir es, dass man das Ganze auch in aller Ruhe traden kann. Schaut mal hier, das war die initiale Bewegung, das war das Umkehrsignal, was wir hier besprochen hatten. Dann kam es zur Korrektur und dann sehen wir, hat sich hier im Stundenchart schön der Aufwärtstrend gebildet und dann nach oben fortgesetzt. Jetzt sind wir hier wieder gen aufwärts hoch oder Aufwärtstrend hoch unterwegs. Und hier oben wird es dann interessant. Finden sich bei 43,67 neue Käufer, dann könnten wir durchaus das Gap Close in Anspruch, in Angriff nehmen. Heißt also an dieser Stelle, wenn wir mal schauen, hier, da oben die Marke von 47,75, die ist interessant und das wird wirklich sehr, sehr interessant hier oben zu sehen, wenn der Durchlauf diesmal direkt kommt, ja, also anders als beim letzten Mal, als wir aus der Korrektur nur ein Stück oben drüber gelaufen sind und dann wieder nach unten gekommen sind, haben wir jetzt tatsächlich hier die Chance, nach oben dran zu laufen wieder und deutlich drüber zu laufen, ne? Wenn wir das sehen, wie schon gesagt, dann direkt Fokus auf das Gap Close. Sollten wir hier allerdings in die Situation kommen, dass wir nicht durchlaufen, da muss ich jetzt nochmal ganz kurz in den Stundenchart zurück, dann bitte daran erinnern, was hier drüben passiert ist. Wir haben morgens wirklich drüber gesprochen. Das hier oben ist so eine klassische Umkehrbewegung nach einem neuen Trendhoch, ne? Da sind wir kurz übers Trendhoch drüber gelaufen und dann hat sich hier ein Abwärtstrend gebildet, der sich hier fortgesetzt hat und in die Korrektur gegangen ist. Und wenn wir jetzt hier am neuen Hoch, also am Hoch hier oben, das gleiche wieder sehen, dass der Markt anfängt rumzudrehen, das wäre dann ein Zeichen dafür, dass wir korrektive Phase bekommen und wir das gleiche Spiel wieder sehen können. Also hier wirklich genauestens hinlegen. Ich beobachte den Markt auch so ein bisschen, was hier passiert. Möglicherweise habe ich das dann am Montag schon wieder auf der Uhr, wenn wir eine Umkehrbewegung sehen. Für die aktiven Trader ist das ja immer gut geeignet, sowas zu haben und das Ganze, wie schon gesagt, möglicherweise im Research am Sonntag schon wieder auf der Uhr, das hier mal als so ein bisschen Ankündigung für diejenigen, die die Märkte auch aktiv traden wollen. Und dann schauen wir, was da wird an diesem Punkt. Gut, dann hätten wir den Brent besprochen und damit gehen wir auf die Märkte. Hier der DAX, wir haben ja mittlerweile die Handelseröffnung schon durch. Es ist kurz vor um und wir es ist kurz nach um 9 und wir sehen, der Markt erstrebt nach oben. Ne? Hier haben wir das Hoch gehabt von gestern. Jetzt gab es die kleine Korrektur. Jetzt streben wir schon wieder hoch. Die ganzen Widerstände, die hier unten gewesen sind, sind alle rausgenommen worden. Unsere Zielmarken auf der Oberseite sind mittlerweile auch alle abgefrühstückt worden. Wir haben es ja intensiv hier in den Morgenbesprechungen mit genommen. Deswegen hier noch die ganzen Linien auch mit drin. Wenn man das auf dem Tageschart sieht, kann man denken, oh Gott, was macht der Seidel denn da? Wie sieht denn der Chart aus? Das sind noch unsere Linien, die wir uns morgens immer angeschaut haben, die hier drinnen liegen. Jetzt sind wir hier oben in einem schönen Bereich drinnen. Wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, hier oben, da haben wir das kleine Zwischenhoch gehabt, ganz knapp über der Marke von 12.620 Zählern. Da sind wir gestern rangelupft, runtergegangen. Jetzt sind wir wieder dran, stehen so kurz drunter. Wenn dieses Level rausgenommen wird, dann haben wir wirklich richtig gute Chancen, hier die Aufwärtsdynamik weiter fortzuhalten und hier oben aufs Hoch zu laufen bei 12.930. Das ist das, was wir hier im Tageschart an dieser Stelle sehen und hier, ja, diesen Punkt auch anzulaufen. Schön nach oben zu trenden. Also der Markt ist ja weiter schön freundlich nach oben unterwegs. Die positiven Wirtschaftsmeldungen unterstützen hier wirklich tatsächlich auch den Weg nach oben fortzuschreiten. Ob wir hier Nachhaltiges bekommen oder nicht, das wird natürlich wie immer der Markt zeigen müssen, beweisen müssen. Wenn wir uns das Ganze jetzt im Kleinen mal anschauen, dann sehen wir ja, was hier oben passiert. Also hier, wenn wir hier am Hoch plötzlich einen Abverkauf sehen, im Kleinen
kleinen Bereich. Was wird dann interessant? Interessant wird es dann natürlich zu sehen, was unten passiert. Und da haben wir so ein paar Levels liegen. Das Level hier nach unten, das kleine, ist schon abgefrühstückt worden. Und da müssen wir einfach mal schauen, hier um die Marke von 12.580 bis 85 haben wir ein kleines Drehlevel auf der Unterseite liegen. Und dann natürlich hier unten, na, komm mal, hier, das hier unten, wo wir hier rangelupft und hoch, rangelupft und hoch, rangelupft und hoch sind, das ist natürlich auch ein Level, ganz knapp die Marke von 12.550 Punkten. Das ist das, was wir nach unten angestrebt haben. Wir kommen hier aus dem schönen Trendverlauf nach oben hin und wie schon gesagt, das ist jetzt Korrektur. Sollten wir hier die Schwäche reinbekommen, wie schon gesagt, dann sind das kurzfristige Anlaufmarke zur Unterseite. Mittelfristig können wir es dann auch weiter nach unten sehen. Hier haben wir das letzte Kauflevel um die 12.535 Punkte Marke. Und dann hier den Tiefbereich, da haben wir auch noch ein paar Kerzen zum Anlaufpunkt 12.440 beziehungsweise hier die Marke um die 12.462 Punkte Marke. Und das Ganze, wenn wir uns das mal noch im kleineren Bereich anschauen wollen, hier im 5-Minuten-Chart, ja, da sehen wir es an diesem Punkt. Das sind halt Level, die wir im 5-Minuten-Chart sehr, sehr schön sehen. Wir haben das gerade im Stunden-Chart analysiert und hier sehen wir das Anlauflevel und die sehen wir halt, das sind 5-Minuten-Level, wo der 5-Minuten-Chart tatsächlich gute Action gezeigt hat und diese Punkte haben wir hier als Anlaufmarken da und das Ganze sieht aus, wenn wir die Korrektur nach unten bekommen, dass man auch hier wieder Marken haben, wo die Händler durchaus aktiv werden könnten. Zur Oberseite hin, wie schon gesagt, da kann ich jetzt hier im 5-Minuten-Chart wenig zeigen. Da müssen wir wirklich sagen, wenn es hier oben drüber gehen sollte, über das Zwischenhoch hier, dann können wir uns am Tageshoch orientieren und ganz klar hier oben den Fokus laufen. Fortsetzung des Aufwärtstrends auf Tagesbasis hier. Über die Marke von 12.900 hier, das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Widerstandslevel hier oben. Und wenn wir das tatsächlich aus dem Markt rausnehmen, das wäre ein sehr, sehr, sehr bullisches Zeichen. Und dann können wir uns schön zur Oberseite Richtung Allzeithoch orientieren. Das hier mit Blick in den DAX. Und damit, ja, machen wir kurz noch weiter. Blick in die US-Indizes. Ja, gut, wir können mal schauen, wo der Markt hier steht an dieser Stelle. Das ist wichtig, mit inne zu behalten. Wir sehen es, wenn wir uns mal ganz kurz den Nasdaq anschauen wollen. Der steht wieder mal am Allzeithoch. Ne? Wir haben es gesehen, gestern Allzeithoch hier oben geschrieben. Momentan, wie schon gesagt, die Futures, die ticken hier in dem Bereich natürlich mit. Aber wir wissen halt, USA hat heute Feiertag an dieser Stelle. Das heißt, nicht ganz so ernst nehmen das Ganze, die Händler fehlen, aber das große Gesamtbild ist halt weiterhin da. Der Nasdaq ist weiterhin der Oberbulle in den USA. Der S&P 500 an dieser Stelle hat gestern ein sehr, sehr wichtiges Level getriggert. Deswegen sind hier mal in den kleineren Zeitrahmen, ich mache mal kurz hier die runden Marken raus, die brauchen wir hier nicht, sind in den kleineren Zeitrahmen hier wichtige Level drinnen. Und zwar ist das hier zwischendrin die Marke im S&P 500 von 3.100 und knapp 70 Zählern. Das ist das Zwischenhoch der Korrektur. Ein Überflug dieser Marke wäre sehr, sehr gut. Dann können wir nämlich hier den Widerstandsbereich oben um die 3.200 und, was haben wir hier oben drinnen liegen, 3.240 Punkte mit anlaufen. Da sind wir ja schon mal abgeprallt sozusagen. Wenn das überschritten wird, dann können wir uns auch hier im S&P Richtung Allzeithoch orientieren. Kommen wir hier aber nicht so richtig aus der Knete, das werden wir dann erst nächste Woche sehen, und prallen hier an diesem Zwischenhoch ab, dann sieht es eher so aus, als wenn man die Unterseite bespielen will. Aber momentan, wie schon gesagt, der Markt weiter deutlich nach oben hin und hin, unterwegs, nicht hin und her, sondern unterwegs. Und das muss man einfach sehen. Wichtig, interessant zu sehen ist hier gestern, schaut mal, wenn wir uns den Stundentrend mal kurz anschauen wollen, hier an dieser Seite, muss ich mal zusammenraffen, der ist abwärts gerichtet. Und wir haben gestern hier das Stundenhoch kurz überschritten, ne? Den Trend kurz rausgenommen und danach wieder nach unten abgedreht. Da muss man schauen, jetzt brauchen wir wirklich die Bestätigung, dass wir wirklich drüber wollen, dass diese blaue Linie hier nicht nur ein Annupfen nach oben war, sondern dass wir hier die Chance bekommen, durchzulaufen nach oben, hier einen Aufwärtstrend machen und dann ist der Weg nach oben frei. Und wenn wir uns diesen Kontext mal im DAU anschauen wollen, dann sehen wir es hier. Der Aufwärtstrend im DAU, ganz klar, das Auffanglevel im DAU hier unten um die 24.800 bis 25.000 Punkte Marke, auch ganz klar mit unterwegs gewesen an dieser Stelle. Jetzt haben wir aber hier untergeordnet, sehen wir noch diesen Abwärtstrend am Laufen. Und das ist jetzt auch hier der Punkt. Da kommt es wirklich drauf an. Nummer 1, wir müssen definitiv über die 26.800 oben drüber.
damit wir schön die Dynamik oben reinsehen können. Das wäre das Erste. Das Zweite ist aber, wir müssen erst einmal diesen Abwärtstrend brechen. Und da ist jetzt der Blick in die Details an dieser Stelle auch sehr, sehr interessant zu sehen, weil auch hier dieser Abwärtstrend ist weiterhin intakt. Wir sind hier sehr, sehr tief reingelaufen. Wartet mal, ich muss mal kurz schauen, dass ich es reinbekomme. Kurzen Augenblick. So, da haben wir es. Schaut mal, dass dieser dicke, fette Balken hier, ne? Das ist der Korrekturbalken vom Abwärtstrend. Warum? Weil wir unten rot sind, oben grün. Der zeigt uns an, wo gute Einstiegslevel sind mit Bezug auf den großen Trend, der hier in der Stunde abwärts gerichtet ist. Und da sehen wir es halt, der ist noch auf der Short-Seite intakt. Ne? Der ist da. Und je tiefer wir hier oben reinlaufen, je tiefer geht die Korrektur. Und Umkehrsignale zur Unterseite sind dann halt im Handel aus der Korrektur interessant zu sehen. Hier sehen wir die letzte Bewegung oben drin und wir sehen, das wichtige Level zur Unterseite ist halt auch da. Und da haben wir viel Schwungbereich und wir müssen halt irgendwo hier unter dieses Level drunter. Das ist der Supportbereich hier mit Blick auf die aktuelle Aufwärtsbewegung. Und das, wenn man das nach unten rausnimmt, dann sieht man, der Markt setzt die Abwärtstendenz der Stunde eher fort. Gehen wir allerdings oben drüber, also über die 26.225 Punkte Marke, wäre das Fortsetzung dieses Trends, dieses kleinen Trends, den wir hier schön nach oben laufen haben. Wir haben aber übergeordnet immer noch die Abwärtsdynamik da. Also gerade für die kurzfristig agierenden Trader ist das ein sehr, sehr wichtiges Bild, ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Und wie schon gesagt, was hier an dieser Stelle auch passieren kann mit Blick auf diesen Markt, ist halt, dass wir auch noch ein bisschen Abwärtskorrektur weiter sehen, ein Hin- und Herschwingen oder was auch immer. Diese Szenarien kann man aus technischer Sicht noch nicht wirklich vom Tisch wischen. Die können wir erst vom Tisch wischen, wenn wir wirklich oben drüber laufen. Ein erstes Indiz dafür wäre ja wirklich hier über diese Marke 26.800 drüber zu laufen. Dann hätten wir hier im Kleinen wieder schön den Aufwärtstrend nach oben und dann, wie schon gesagt, hier oben rein. Wenn das fortgesetzt wird, dieses Level, schiebt alles nach oben und dann können wir das Allzeithoch ins Visier nehmen. Und das muss erst einmal kommen. Bis dahin muss man schauen, ob die wirklich nach oben preschen die Händler oder ob wir sehen, wie wir das jedes Jahr oder oft im Sommer sehen, dass gerade so im Juli, August die Phasen sind, wo doch nicht ganz so viel getradet wird, wo man ein bisschen Risk-off geht. Das würde mich in dieser Situation jetzt auch nicht wundern, über den Sommer hin, dass man da das Risiko eher ein bisschen rausnimmt, aus den Märkten umzuschauen, wie verhält sich Covid denn auf unserer Welt, wenn wir jetzt mehr reisen im Urlaub. Wir sehen es ja, in Europa sind die Grenzen auch wieder offen. Es, sag ich mal, ist das Risiko gegeben, dass sich der Virus wieder etwas anders verteilt, dass es neue Zentren gibt, wo das Ganze aufflammt. Und das spielt so ein bisschen dem Thema Risk-Off-Management mit in die Karten. Da muss man schauen, was kommt. Und das müssen wir hier im Auge behalten. Das mache ich aber sehr, sehr gerne, bis ich in Urlaub gehe. Ab 10. August haben wir noch ein bisschen Luft. Und das beleuchten wir natürlich jede Woche von Neuem. So, damit hätten wir das da. Wir kriegen hier noch den kleinen Kommentar. Ohne USA ist doch heute wahrscheinlich wenig los. Oder vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenig los ist, ist natürlich gegeben. Aber immer dann, wenn wenig Handelsvolumen da ist, kann es natürlich auch megamäßig Action geben. Ne? Das ist natürlich auch alles im Rahmen des Möglichen. Muss man schauen. Wir werden es sehen. Am Montag können wir mehr zu sagen, ob heute wirklich ein Langeweile-Tag war oder ob wir ordentlich Action sehen. Das dazu. Und dann gehen wir hier in den nächsten Punkt rein, in den zweiten Teil vom Webinar sozusagen, ein bisschen das Thema Education mit anzubringen. Das heißt, hier an diesem Punkt schauen wir einfach mal, was wir in Seitwärtsphasen am Währungsmarkt machen. Da mache ich mal kurz hier das Fenster wieder zu und wir schauen einfach hier das Spezial mal eben kurz mit an. Leute, ich mach mal ganz kurz hier mich mit ausblenden. Das heißt, hier an dieser Stelle natürlich die Kamera mal ganz kurz aus. Da haben wir es da. Strategie-Spezial. Ich mache kurz den Stopp.